vom C4 geflogen und auch ein Gegner. Und der Gegner, der bringt den eigenen Trupp endgültig um. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Mal wieder eine bestehende Partie. Wir spielen mal nicht Bombe. Hey. Bereich sichern, es steht 1:1. Dann nehmen wir mal das Alda. Wobei, Bereich sichern, Läsion. Ist schon weg. Ich wollte eigentlich in letzter Zeit viel mehr Frau Frost spielen. So viel dazu. Wir sind schon auf Platz 3. Drei Gegner sind wohl in Runde 2 rausgegangen. Ich glaube nicht, dass in Runde 1, bis wir reingekommen sind, ganz lange niemand drin war. Weniger drin war. Verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahr gut ja, dazu. Die streiten sich schon. Wir haben einen mobilen Schild und zwei böse Augen. Dann wird mal eins hier platziert. So weit oben wie es geht, aber auf jeden Fall hinter einer unzerstörbaren. An einer unzerstörbaren Wand. Es bleiben noch 10 Sekunden. Ach, komm schon. 5 Sekunden. Knackt. Die Gegner haben den Biogefahrgut gut. Nee, kann man kaputt machen. Schnell zum Heliplatz. Böses Auge auf Patrouille. Ah, oh. So, mobiler Schild, was mache ich? Will ich Frau Frost damit helfen? Hier ist schon jemand nebenan an der Tür. Dann schießen die auch gleich durchs Fenster. Ich muss hier weg. Puh. Damit kann ich auf jeden Fall auf die Tür schießen und mit dem kann ich die Tür. Damit ist natürlich hier das Fenster im Eimer. Aber jetzt nochmal umplatzieren traue ich mich, glaube ich, nicht. Nee, ist schon leicht offen, das mache ich nicht. Zumal ich jetzt auch noch markiert bin. Oh, das Alter hat so einen tollen Sound und es ist halt so toll. Nein, nein, nein. Ah, oh, jetzt ist es kaputt. Das hast du ja fein gemacht. Ash. Das kann Ash eigentlich nur verlieren. Zeigt Zähne und macht die Augen bei zu. Toll. Gibt's doch nicht. Schießt doch nicht mal auf den Kopf. Schießt erstmal auf die Brust. Fährt nicht ohne rein. Ach, Mann. Das Blöde ist, ich kann die jetzt auch nicht weiter bewegen. Diese Kamera, dieses böse Auge. Ich kann damit halt gucken, so wie es gerade eingestellt ist. Ah, Mann, ey. Wobei, bei Bereich sichern hätte ich doch einfach zurückbleiben sollen. Wenn jemand durchs Fenster kommt, dann hört man das erst. Zweitens merkt man das, wenn jemand drin ist, Bereich wird eingenommen, dann kann ich ja vorgehen mit Dauerfeuer. Das wäre besser gewesen. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Assistent? So, komm mal ein Stück vor. Gemessert. Jetzt tanzt der auf dem Tisch. Huch, wer fliegt denn da? Der Läsion. Das Schweinchen oben dreht wild. Nee, es war ein Engel oder sowas. Hatte, glaube ich, einen Heiligenschein auf. Sah im ersten Moment aus wie ein Schweinchen. Da jetzt haben die Gegner Matchball. Bereich sicher nicht. Ich gebe Montagne nochmal eine Chance. Immerhin könnten wir rein theoretisch komplett, wie wir lustig sind, in der Ecke stehen. Wenn die Ecke so sicher ist, dass niemand von hinten rankommt. Mit Wand aussprengen. Womit man uns ärgern kann, ist ganz klar Echo. Da wird der Schild eingefahren, genauso auch Ella. Smoke kann Montagne auch ärgern. Mit den Kerlchen.
Gut, C4 kann uns auch etwas anhaben, wenn man es gut hinter uns, über uns platziert. Schauen wir mal, ob wir überhaupt so weit kommen. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Ich würde mir schon wünschen, wenn wir in dem Raum sind, in der Ecke stehen, dann aber nicht als Letzter im Team. Dass uns noch jemand unterstützen kann. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Gleiche Position wie wir. Die werden doch bestimmt auch Läsionen haben. Ist irgendwelche Fallen, Frau Frost-Läsion. Wird es doch bestimmt geben, das macht uns das Leben schwer. 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden bis Einsatz. Das sind alle ganz schön. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Hier das Nachladen auch hier beim Hochseil machen können. Haben die Operatoren einen Motor am Gürtel? Weil die geben ja überhaupt nichts auf ihre Arme. Ich hab irgendwie eine Seilwinde. So, weh, hier kommt jemand raus. Das fände ich nicht gut. Das ist schon offen, das ist gut. Passen wir da durch? Ja. Moment, Ash. Pappwand neben uns ist nicht gut. Das war die Kappkamine. Der war doch schon so früh markiert. Warum habe ich da nicht drauf geachtet? Es sind noch 4 Gegner, da werde ich jetzt nicht vorgehen. Die Treppe. Achso, das ist Ash. Fenster keiner. Bestimmt ist hier eine Mine. Oder eine Kapkan-Mine. Sicherung des Behälters einstellen. So, jetzt locke ich den da vor. Ja, komme ich hier noch rum? Bitte jetzt noch nicht wieder beleben. An der Treppe Kamera vor. Ich lade schon 2 Kapkan-Minen. Ich sollte vielleicht Kapkan auch mehr benutzen. Vielleicht gibt es noch andere, die so deppert sind wie ich und überhaupt nicht drauf achten. Dann nehme ich schon die erste Kapkan-Mine mit und gehe auch noch ungeachtet in die nächste Tür. Kann man sich schon an den Kopf fassen. Zumindest kann ich das. Jetzt im Nachhinein auf jeden Fall. Irgendwie verpeile ich zurzeit ein paar entscheidende Sachen. Gut, du musst in dem Spiel auf so vieles achten. Läsion-Mine, vielleicht noch Ella-Mine. Maestro vielleicht noch. Kapkan. Eieieiei. Aber vielleicht wird's ja schon in der nächsten noch. Na, ich sag Partie. Partie besser. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.